und zum Test willkommen zurück zu MotoGP 20. Wir sind hier gerade noch so ein bisschen im Menü, gammeln am Kalender rum. Alter, 17 Sachen bei persönlicher Manager. Wir können mal da kurz mal ein bisschen reinschauen. Vertragssuche. Du hast kein Vertragsangebot erhalten. Da sind aber 16. Woher kommen die 17? Okay, hier haben wir so neue Kandidaten stehen zur Verfügung. Das wohl, oder? Federico Svada. Minus, plus, minus. Jetzt kann ich den theoretisch annehmen, oder was? Aber dann haut es den raus, oder? Verlängerung, Monatsgehalt. Ach, hier ist dieses Monatsgehalt, weshalb es Minus gibt. Ich weiß halt nicht an sich. Hier ist was mit Suche. Warte auf neue Kandidaten für die Abteilung. Ob der. Etwas mehr erfahren, der nächste Klasse gemanagt oder so. Ja, lassen wir es mal. Der B. Ist jetzt nicht so viel besser, wenn du den Kandidaten wirklich abnehmen, aber machst du Platz für einen neuen Kandidaten und du kannst in Zukunft nicht mehr mit dem. Ja. Dachte vielleicht nicht, dass es irgendwie jetzt so ein Techniker ist oder so, wo ich noch einstellen kann, zusätzlich oder so. Deshalb dachte ich mir, okay. Das Rennen, letzte Rennen war ja nicht so gut. Wir haben ja eigentlich ein paar Ziele nicht erreicht hier. Trotzdem, Vertragsstatus sicher. Sieht eigentlich so noch ganz gut aus. Dein Ruf, Kündigung. Aber irgendwie so ein bisschen gleich auf. Oder lese ich das gerade total falsch? Alter, da unten ist meine Unterschrift. Wie kommt denn die da hin? Woher hat das Spiel das meine Unterschrift geklaut? Die ist sogar original. Perfekt. So unterschreibe ich immer. Überall. ja, also hier nur so Überblick. Hier Vertragssuche, Angebotschancen, sucht Fahrer, die kann seine Platzierung belegen, es steht seine Punkteregel fahren können. Es erwartet mindestens Platz 10 in der Meisterschaft oder so, mindestens Platz 5 oder so. Okay, da könnte ich theoretisch direkt reingehen oder so, oder ich kann verhandeln. Angebotschance hier zum Beispiel gering, hier ist hoch, ja, bei Platz 5, wir waren Platz 26 oder so, oder 24, 23. Deshalb sind so diese 5 ein bisschen nicht so gut mit den Chancen. Bei 10, ja. Brauchen wir es auch nicht. Wir haben Top 15. Also Management, Teampersonal, Chef, Ingenieur, Datenanalyst und so. Hier kann man auch alles verbessern. Das lasse ich aber erstmal so ein bisschen. Wir gehen mal hier rein. Forschung und Entwicklung. Hier können wir natürlich die Sachen besser machen. Weil der Aerodynamikbereich kann in dieser Kategorie nicht entwickelt werden. Okay, was soll das heißen? Elektronik. Ich würde mal sagen, wir fangen beim Motor an, oder? Schau mal rein. Können wir hier lauter Sachen machen. Voraussetzung, Entwicklung steht aus. Dann hier. Unten ist was mit Personal. Spezifische Optimierung der Verbrennungsleitung. Okay. Heute Leistung. Wenn wir das jetzt machen, müssen wir also Knoten entwickeln. So können wir direkt machen. Personal hinzufügen. Aha. Ich nehme ja am besten mal hier den da, oder? Verbleibende Zeit 10 Wochen. Ja, okay, es geht. Wir haben meistens ja 4 Wochen oder so. Wenn nicht sogar mehr zwischen den Rennen. Glaube ich. Aber ich könnte noch den mitnehmen. Dann sind es 5. Für mich ja die Frage, Forschungszeit für den Bereich Motor 4900, ob es halt für mich dann teurer wird oder so. Das ist halt die große Frage. Ah, hier noch. So, jetzt haben wir 3 Wochen. Aber wir können bis zu 12 reintun oder so. Passt eigentlich so. So, in der Entwicklung, okay. Ach, Forschung haben wir auch noch, gell? Wöchentliche Produktion, Forschungssage für den Bereich Motor. Achso, da brauche ich so spezielle Punkte. Ah, okay, sehr interessant. Lassen wir das mal so laufen. Wir gehen zum nächsten Rennen. Ich bin eigentlich schon, glaube ich, da hingesprungen, weil das so Red Bull Grand Prix of the Americas. Ja, die Strecke kenne ich. Bin ich mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Viele Kurven, gerade immer so das Hin und Her am Anfang, immer so links-rechts-Kombis, extrem viel.
Willkommen und hallo. Ja, willkommen. Ich weiß nicht, ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, soll ich diese Ansage mal durchlaufen lassen? Im Grunde genommen sagt immer so, ja, herzlich willkommen zum Golfen oder auch zum Rennen. Das Wetter ist richtig schön oder auch kacke. Und die Fahrer machen sich schon so ein bisschen warm und mal schauen, wer die besten Zeiten hier erzielt oder so. Im Grunde genommen ist es meistens ja dasselbe, oder? Ob ich es trotzdem durchlaufen lassen soll oder nicht. Deshalb habe ich es mal weggedrückt. Wenn ihr es gerne hören wollt, kann ich es auch gerne drin lassen. Wäre für mich kein Problem. Janika schieben das Bike aus der Box. Der Fahrer wird in Kürze aufsteigen. Vielleicht auch mit dasselbe. Für die nächste Runde ein paar interessante Infos für das Rennen herausfinden können. Theoretisch könnte man einen anderen Helm holen, der so auch so ein bisschen das Gelb-Schwarz ein bisschen mit reinnimmt. So, okay. Das habe ich gesagt, ich kenne die Strecke. Das wäre halt natürlich ein bisschen peinlich. Ja, ich kenne halt das Motorrad noch nicht so gut. Das ist natürlich nicht so toll. So, hier die erste Kurve ist natürlich immer sehr interessant. Weil sie doch sehr eng ist und meistens verkacke ich sie. Wobei das jetzt eigentlich ganz gut aussah. Ich frage mich immer noch, wie ich da auf die im Qualifying so echt trotzdem gut war. Ich war hier im Qualifying in beiden eigentlich richtig gut. Okay, beim ersten auf Platz 4 nur, dass es gerade so gereicht hat, aber durch das zweite auf die Pole war ich schon, hat mich selber irritiert. Okay, keine Strafe, oder was heißt Strafe? Die Runde zählt noch. Weiß nicht, ob ich hier so toll gefahren bin. Ein bisschen zu weit raus eigentlich. Da sollte man noch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, das Anbremsen. Also eigentlich spiele ich nicht unbedingt anders wie bei den Vorgängern, aber hier macht es schon ganz schön was aus, dass man da nicht so hart bremsen sollte. Bin mal gespannt, auch bei der MotoGP dann. Wird es dann noch mal schlimmer. Hier, ich rutsche halt voll raus. Oh Mann, Leute. Rundenzeit geht immer noch. Okay, zählt immer noch so an sich. So, die Kurve ist auch nervig. Wenn ich gleich nur raus beschleunige, kommt aber noch die zweite Linkskurve. Ist natürlich auch nicht so gut. Ideallinie ist auch noch nicht so gut dabei. Hat aber auch viel damit zu tun mit dem Bremsen. Also irgendwie, da brauche ich noch ein bisschen Übung. Hier geht es jetzt einigermaßen. In der einen Kurve war es so richtig schlimm. Also jetzt nicht bei der, wo ich so weit raus bin. Da auch eigentlich. Hier auch. Ich glaube, ich lenke auch zu viel beim Bremsen. Schnellste Runde und ein neuer Abonnent. Danke, Luis. Und, was wollte ich jetzt sagen? Schnellste Runde, ja, okay. Schnellste Runde, ich glaube, ich bin jetzt der Erste oder der Einzigste, der jetzt da gefahren ist. Mal gucken, dass man hier ein bisschen besser durchkommt. Ich habe mal die Power auf 1 gemacht. Das sind wir natürlich eigentlich langsamer, aber wenn wir generell besser fahren und auch in der einen Kurve nicht so weit rausfahren, können wir auch mit Power 1 anstatt 2 sogar eine bessere Zeit hier hinlegen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das ausmacht, wenn da so eine Stufe runter geht. Ich weiß nur, es macht extrem was beim Benzinverbrauch aus. Oh, come on. Auch wenn wir kein Fan sind, zwar im Zurückspulen. Wieso bremst denn der hier so komisch? Im ersten Moment habe ich so gedacht, so, hey, will der in die Box reingehen? Und dann so, hier ist doch gar keine Box. Ist ja noch weit weg. Da hat er seltsam gebremst, verbremst. Mal, Alter, 1,3 Sekunden schneller wieder vor. Trotz weniger Power. Mal hier. Da kann es sein, dass sie halt extrem früh bremsen. Ja, kommt wieder hier raus. Kann sein, dass sie vielleicht hier extrem... Oh nein, das
ist mies. Come on, bei Qualifying geht es eigentlich ja um die Zeit. Jetzt hat es mich hier so extrem hingehauen. Machen wir hier mal ganz anders. Jetzt hat es mich vom Bike runtergelegt. Einfach so. Kein Bock gehabt. Hinlegen. Oh, Glück. Was ist los? Alter, fast eine Sekunde verloren. 9 Zehntel, um genau zu sein. Das ist schon mies. Ja. Guck mal, der bremst extrem. Also vielleicht bremst er nicht unbedingt früher, aber die gehen halt generell vom Gas runter und fahren die Kurven dementsprechend langsamer. Deshalb bin ich auch schneller. Aber ich rutsch halt auch mehr. Ja, wieder ein bisschen was aufgeholt. Läuft eigentlich so ganz gut. Wir können mal in die Box reingehen und dann mal schauen, wie es hier weitergeht. Aus, als ob es keiner weiteren Probefahrt bedarf. Ja, wir gucken mal in die Session rein. 1,1 sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, wir müssen eigentlich nur 4 sein. An sich gar kein Problem. Die machen hier die Zeiten. Alles noch gut. Fahren jetzt noch eine Runde, aber eigentlich müsste ich jetzt bald langsam rausfahren. Und die Zeiten bleiben gleich. Yo, das sieht ja gut aus. Achievement. Letzte Chance. War ich in Grand Prix Meisterschaft oder Karriere muss das zweite Qualifying. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Erstens. Ja, okay, der Name ist. Naja, dementsprechend letzte Chance. Verstehe ich jetzt ein bisschen was anderes. Wir sind ja weitergekommen. Aber wir waren noch beim ersten Rennen auch im Qualifying 2. Deshalb verstehe ich das nicht, wieso jetzt das Achievement kam. Hier sind wir zurück an der Jo. Einmal zurück hier. Ich würde jetzt mal sagen, ich nutze jetzt das Qualifying. Eigentlich jetzt gerade egal wegen der Position. Einfach nochmal so ein bisschen, um ein bisschen besser zu werden. Einfach ein bisschen stabiler, nicht so viel rutschen, besser bremsen oder so. Lass mal da ein bisschen schauen. So, vielleicht immer ein bisschen früher weggehen vom Gas. Dementsprechend mehr Platz haben zum Bremsen. Oder nicht so viel bremsen müssen. Gucken, ob das hier gut funktioniert. Guck, dann geht da manchmal dieses Blaue auch wieder so nach vorne. So, hier muss man eigentlich groß nicht bremsen, außer, ich glaube, irgendwo ist eine Linkskurve. Jetzt noch nicht. Oh, hier war schon orange. Oh, hier. Oh, Rechtskurve war sie ja. Aber die wird auch nochmal ein bisschen enger. Den Rest kann man eigentlich entweder durchrollen oder Gas geben. Oder teilweise Gas geben. So, irgendwie sieht es jetzt bedeutend besser aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schneller bin, aber schöner. Schöner muss man schon sagen, oder? Na, hier ein bisschen gerutscht. Da war noch ein bisschen viel gebremst und dann ein bisschen noch gelenkt. Oh je, jetzt kommt hier meine Lieblingskurve, gell? Die hat es mich immer rausgehauen. Alter, mein Hinterrad geht immer hoch. Okay, wir bleiben auf dem Bike, obwohl es rumrutscht. Bin ich einmal die Kurve hier schon gefahren, ohne die Strecke zu verlassen? Eigentlich habe ich vor dem hier mehr Schiss, muss ich ehrlich zugeben, aber bei dem einen haut es mich immer raus. So, oh nein, nicht über die Kops. Nicht immer so gut. Weiß nicht, also die ersten zwei Abschnitte waren, glaube ich, gut. Abschnitt 3 und 4 nicht so. Ja, hier weit raus. Zeitentechnisch. Ich glaube, zu Qualifying 1. Ich habe jetzt die Zeit nicht ganz im Kopf gehabt. Habe sie jetzt nicht ganz so mehr gemerkt.
Aber ich glaube, ja, relativ gleich. Weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen schneller war oder ein bisschen langsamer. So, komm mal, jetzt aber. Der Anfang geht gut. Da haben wir keine Probleme. Okay, ein bisschen zu viel Gas hier. So, oh je, gleich kommt meine Kurve. Fahren hier immer so seltsam. Ja, wieder früh gelenkt. Deshalb hier nicht so schön gefahren. Gucken wir auf die Zeit. Weiß nicht, was ich im ersten Abschnitt vorne war, weil da ist ja rot. Aber jetzt grau und fast eine halbe Sekunde hinten. Alter! Aber irgendwie fühlt es sich falsch an. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ich viel zu früh gebremst habe und dann halt teilweise von der Bremse runter und halt rollen lassen habe. Aber eigentlich sind wir doch einigermaßen gut durchgefahren. Es hätte vielleicht, glaube ich, ein Ding schneller sein können, aber wirklich nur minimal. So, jetzt sind wir wieder vorne, hier im Minusbereich. Nach dem dritten Abschnitt. Hier ein schönes Hin und Her. Was macht denn der? Der geht raus. Ah, okay. Da sind wir. Ja, wir sind jetzt nicht besser geworden, aber wir sind trotzdem noch auf der 1. Was? In die Box? Wir schauen. Dein Merk ist auf der Strecke beschädigt worden und deine. Ich sage bitte in 3 Minuten, um es zu reparieren. Stimmst du? Ja, wir machen. Wir haben ja Zeit. Ja, okay. Das war, glaube ich, hier gerade der kurze Kontakt, wo der eine in die Box gehen wollte. Weil jetzt die Schuld hin und her schieben, das ist nicht so schlimm. Alter, 2,3 Sekunden sogar. Also hatte ich nicht sogar 2,14 im ersten Qualifying? 2,14 irgendwas? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Also mega voraus. Klar, okay, natürlich dann die Frage, irgendwann den Schwierigkeitsgrad dann noch hochzudrehen. Das zweite Qualifying. Jetzt wissen wir, welche Startpositionen die Fahrer morgen im Grand Prix einnehmen werden. Ja, sehr schön. Qualifikationsziel, 4. Reihe erreicht. Dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part zum Rennen dann wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.